Ich wollte meine Outtakes-Videos machen, weil ich ja immer die ganzen Atmer rausschneide und die ganzen Fluche okay. und so. Unlustig, wenn eine halbe Stunde. Nenn ich eine halbe Stunde. Aber ja. Hi, Gude, und herzlich willkommen zu dem Behind-the-Scenes-Video für einen neuen Teil von unserer Harry Potter-Runde Schatten der Vergangenheit von der Fanfiction. Okay, das war scheiße. Alter, ist er Rassist. Hörspielen sieht man dein Gesicht nicht im Internet, aber jetzt beim Behind-the-Scenes-Video. Am Tag bei 10 Millionen Posts im Internet. Richtig. Ich? Ja. Achso, muss ich sprechen? Ja, deswegen sind wir hier. Was muss ich sprechen? Das, was da steht. Jennys Text. Dann suchen wir mal den Text von Jenny. Aber ich brauche nur meine Panamka. Hol deine Panamka. Panamka. Ich habe keine Ahnung. Bananka. Panamka. Panamka. Da, hier könnte ein Merp sein. Das hätte ich mir fast gedacht, dass ich da unten rumkommen soll. Ja. Also wir konnten jetzt meinen Nick ändern, ja? Dominatrix, ja. Deo gratias. Was denkt ihr, was, was würde mir passen? Ich habe keine Ahnung. Ich will für Klute an Jutta. Dominaria oder Dominaria? Dominaria. Dominaria ist ein Trademark. Es gibt welche, die nennen sich Plastiklöffel, es gibt welche, die nennen sich Koali. Ich bin Mischka, kannst ein Tier nehmen, kannst... keine Ahnung. Angesprochen Internet Sinfus Nick Maximus. Ist fuck egal. Also bei solchen Sachen in dem Thema werde ich jetzt so auftauchen. Russian Thunderstorm. Oh Gott, so nicht auf. Lehrt der Weihnachten. Ja, so Sätze habe ich schon gehört. Also, komm ich mit so einem Scheiß an. FantasyNameGenerators.com, da gehst du jetzt hin. Alle Namen generiert. American in English Name. So rassistisch. Während das Brot. Kann ich das nicht? Nee, das ist Trademark. Wieso Elfen? Oh nein, keine Elfenname. Zaubern? Könnte Alice sein. Alice, who the fuck is Alice? Who the fuck is Alice? Gargamel. Ich kann das nicht aussprechen. Genau, Gargamel. Läuft. Das muss ich jetzt rausschneiden, danke. Hä? Nimmt das alles jetzt auf, oder wie? Ja, natürlich. Ja. Wieso? Darum, weil es ein behindertes Ins-Video ist. Markierung 14.50 Uhr rausschneiden. Ja. Goldig. 50er haben angerufen und wollen ihr Wort zurück. Banana Phone. Ja, ich finde es cool. Goldig. Okay, dann mach noch guck was. Guck mal, wie mit. Ich aussehe. Lächelte, als sie fröhlich grüßte. Oh, kann ich Frau Hanna heißen? Ich bin Frau Hanna. Oh mein Gott, der Fridolin, war Fridolin das oder du warst das? Fridolin, ich bin Frau Hanna. Bumbe. Guck mal, ich sehe das. Also doch, Mr. T. Was? Ich glaube, ich nenne mich Unfrau Hanna. Frau Hanna. Frau Hölle. Frau Hölle. Hölle? Wie? Nein. Das könnte auch ein Nickname sein. Schon jetzt? Ja! Was soll ich sagen? Deine Text! Was war denn das eben mit Ginny? Das bin ich nicht. Ja. Ich bin blau. Richtig. Ich bin blau. Sehr gut. Back to Blue Unicorn. Also frisch verlassen. Was heißt FKK? FKK heißt Freikörperkultur. Also da, wo man nackt rumläuft. FKK Urlaub schicken würde. Oh mein Gott, was ist das für Scheiß? Das fängt schon komisch an. Du wärst der Einzige. Nein, ich kann das nicht. Du wärst der Einzige, mit dem Ron mich ohne mit der Wimper zu zucken, in einen FKK-Urlaub. Mann, ihr sitzt hier beide, das stört mich. Ist das nochmal scherzend? Das war ein Scherz, hast du nicht gesehen? Lese doch. Du willst einen Witz erzählen, Madam. Ja, sorry, ich muss realisieren, dass ich schwanger bin. Nee, erzähl den Witz, erzähl diesen Satz als Witz. Was? Was hat er gesagt? Der erste war witzig, der zweite war, da wollte es gerade Sex mit ihm haben. Better? Ja. Soll ich? Mann, ich betone den Satz komplett falsch. Das klingt wie Schinken. I said no. Sie betont das Schicken so Schicken. Krass. Kein Thema. Meckert ja keiner. Doch, ich sehe schon, dass ihr unzufrieden seid. Der Satz ist so doof. Was denn? Ist das gut? Ja. Sag ich Malfoy richtig? Ja. Malfoy? Malfoy?
Okay, ich mach nochmal. Harry, ich wollte dich gerade besuchen. Sag mal, war das eben wirklich Malfoy? Ich hasse Malfoy, oder? Jeder hasst Malfoy. Hat sie mit dem was zu tun? Oh mein Gott, könnt ihr bitte euch im Hintergrund nicht bewegen? Das hört man. Harry, ich wollte dich gerade besuchen. Sag mal, war das eben wirklich Malfoy? Besser. Nee. Ja, aber Harry hasst Malfoy. Jeder hasst Malfoy. Nein, er hasst Malfoy nicht. Ist Harry in diesem Buch schwul? Nein. Nein, okay. Kein Joy. Harry, ich wollte dich gerade besuchen. Sag mal, war das eben wirklich Malfoy? Sind wir sicher, dass wir uns das anhören wollen? Schieb den Schieberegner nach links. Was ist denn los? Wie? Das da? Da oben? Ja! Sekunde, Sekunde. Das ist nichts, wo ich mit dem Finger drüber wischen kann. Ich weiß nicht, wie ich das Programm bedienen soll. Es wird immer schlimmer. Richtig. Wir haben doch gesagt, der Ersatz war der Beste. Ja, okay. Das war etwas befremdlich. Ah, scheiße. Das war etwas befremdlich, ihn mal in gewisser Weise höflich zu erleben. Wirklich Bombe oder sagst du das nur, weil ich das hören will? Hörst du an. Das war aber schnell. Oh mein Gott, das ist aber lang. Okay, jetzt hast du mich. Okay, Moment. Jetzt kommt. Ihr seid Männer! Ihr seid Männer! Und ihr seid erwachsen! Ich bin Frau Hannah. Ja, das ist auch Sarkasmus. I'll be back. Weil ich nie Frau bin. Sarkasmus. Aha, ihr seid so lustig. So beide Vaterhumor. Ich war vor dem Frühstück bei Dumbledore und wollte ihn danach nochmal was fragen. Du weißt ja, dass ich das siebte Jahr... Scheiße. Den hört man nicht. Ich fühle das, diesen Druck. Was denn? Wir reden über den Hahn, ob man den hört oder nicht. Wusstest du, ohne Brille siehst du wie eine Katze aus. Nochmal. Danach. So. Oh mein Gott, ich kann Deutsch lernen dabei. Ich war vor dem Frühstück bei Dumbledore und wollte ihn danach nochmal was fragen. Du weißt ja, dass ich das siebte Schuljahr nicht zu Ende gemacht habe. Dein Jahrgang war der letzte in Hogwarts. Oh mein Gott, das ist so fake. So, Lächeln. Könnt ihr einen lustigen Witz erzählen? Ach, du bist behindert. Ich habe mit ihm gesprochen, weil ich schwanger bin. Bullshit. Ich bin traurig. Scheiße. Fuck, perfekt. Das bleiben war. Nee, war gut. Harry. Ich sag Harry immer so Harry. Harry. Ja, richtig. Harry und Snape. Harry Hermione. Severus Snape. Dumbledore. Harry, was ist denn nur los? Es ist nach 12. Harry, was ist denn nur los? Es ist schon nach 12. Harry, was ist denn nur los? Es ist schon nach 12. Wieso lachst du? Das Kind, Mann, oh Mann, mein Deutsch ist auch wieder spitze heute. Da wird das Kind... Ich kann nicht mehr... Schnauze da draußen! Hast du getrunken, Harry? Harry, hast du getrunken? Wäre besser, oder? Harry, hast du getrunken? Harry, ne, ist nicht Fleur. Harry, bist du besoffen? Harry, hast du getrunken? Okay, das war dumm jetzt gerade. Du hast den Satz doch schon gemacht. Ich weiß, ich hab das einfach so gemacht. Ja, Papa. Um was geht es jetzt? Du sollst flüstern. Oh nein, was machen die denn da? Ich bin viel zu klein dafür. Harry. Silence! I'll kill you! Ist das, was danach kommt? Das war das Voldemort, Harry. Ja, hier dachte ich mir auch. Wie gut! You shall die. Wie gut! Es ist einfach ein Wort und es ist ein Name. Wie soll ich da ausdrücken, dass ich Sorgen mache? Harry. So? Du hast zum ersten ausgedrückt, dass du ihn umbringen willst. Jetzt hast du das Spiel nochmal ab. Sekunde, das wird lustig. Nein, atmen, nicht Harry. Ich brauche mein Bier. Schauspieler, los. Ja, deswegen habe ich auch gefragt. Oh mein Gott, ich habe mein Knie gerade gestoßen hier. Das tut weh. Warte, das wird man alles sehen. Er schneidet doch, jetzt stell dich doch nicht so ja. Mädchen.
Harry. 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 Okay, das war. Hey. Hey, hey, Harry. Hey, Harry, hey. Harry. 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 Oder? Oh, ich glaube, es hat nicht aufgenommen. Nein! Oh nein, es ist kaputt. Guck mal, es hat nicht aufgenommen, oder? Harry. Harry. Okay, scheiße, 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 das funktioniert jetzt nicht. Um was geht es? Ich umarme ihn, weil er ein Alkoholiker ist. Ich bin eigentlich sauer auf ihn. Ich wäre sauer auf ihn, wenn ich ihn wäre. Nein, bist du nicht. Du bist Ginny. Du bist nicht sauer, du bist besorgt. Harry. Argumentiert. Okay, okay, leiser. Harry. Es ist mein Teil. War nicht flüstern. Rammstein, hä? Huh? Harry. Du siehst sogar in der Schwenkung, wo das R ist. Harry. Gary. Er heißt Gary Potter. Und Hermine heißt Hermione Granger. Harry. Alter Schwede. Ginny. Schwanger, rothaarig, verliebt, auf. Ja, Hormone. Ich hasse alles. Stell dich nicht so an wie Mädchen. Los. Ich bin schwanger. Weißt du, rede mit mir so nicht. Falsch, falsch. Alles falsch. Alles kacke. Harry. 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 Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Jo, ekelhaft. Ich fokussiere mich. Harry, weißt du, warum ich so viele Freunde hatte? Warum daraus nie Ernstes geworden ist? Oh, scheiße. Harry, weißt du, warum ich so viele Freunde hatte? Warum daraus nie was Ernstes geworden ist? Ja, weil Harry schüttelte den Kopf, weswegen Ginny fortfuhr. Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Das ist so ekelhaft. Niedlich. Niedlichkeitsallergie. Ersticke. Finish him. Ich fühle mich unterdrückt. Ich habe immer... Ich habe... Oh mein Gott, so habe ich auch nicht geredet, als ich Deutsch gelernt habe. Okay. Ich fange. Kann sich auch über Filmen mal lachen, ich habe das nie verstanden. Bei was? Wenn du Outtakes von einem Film siehst, dann lachen sie immer danach. Ja, ja. Wenn sie was falsch machen. Jetzt weiß ich warum. Ich habe immer in. Oh mein Gott! Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Hatte? Ich habe das einfach so gesagt, weil ich das. Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Ich habe immer etwas in ihnen gesucht. Ja, Dori. Oh, stimmt. Sonst kein Wahrlich machen. Aber keiner hatte. Okay, ich hör auf. Wir müssen irgendwann mal ein Findet Nemo-Ding machen, Rixi Dori. Ist ja lustig. Ich bin müde, kann ich bitte mal weg? Wir machen das Kapitel fertig. Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Okay, das war dumm, okay. Ich weiß, keiner hatte es. Pablo, du Teufelsbraten! Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Hatte es. Keiner hatte es. Mein Kopf tut weh. Ich habe immer etwas in ihnen gesucht, aber keiner hatte es. Da schon wieder, keiner hatte es. Scheiße. Kein Wortschatz, oder wie? Oh mein Gott, soll ich das wirklich aussprechen? Ja, natürlich! Ich habe das keinem gesagt in meinem Leben und jetzt muss ich das Harry sagen. Du bist fucking Ginny. Keiner hatte es, weil das, was ich gesucht habe, du warst. Ich wollte jemanden finden, der so war wie du. Ich habe immer nur dich gesucht, weil ich immer dich liebte, Harry. Weil ich dich liebe, Harry, oh mein Gott. Heiratsantrag quasi.
Gib dir ein bisschen Mühe. Ich bin 20, ich bin noch ein Kind dafür. Du bist Ginny gerade. Ist mir gerade egal, was du. Sie ist auch noch ein Kind. Und sie ist jetzt schwanger. Sie ist schwanger. Ja, das heißt nicht. Alter, gerade 19. Keine hatte es, weil das, was ich gesucht habe, du warst. Ich wollte jemanden finden, der so war wie du. Ich habe immer nur dich gesucht, weil ich dich liebe, Harry. Was heißt nicht kriege? Challenge accepted? Weil ich dich liebe, Harry. Das war voll gut! Hast du das gehört? Okay, ich denke jetzt an irgendwelches Essen. Salat lecker ist, Harry. Wie sagst du denn, wenn du jemanden liebst, dass du den liebst? Wie ist es anders? Klingt das irgendwie so? Ich liebe dich. Weil ich dich liebe. Hey. Bäh. Bäh. Ekelhaft. Stop. Okay, ich krieg das hin. Alles gut. Das ist so schwierig. Sekunde. Ich muss mich konzentrieren. Weil ich dich liebe, Harry. Weil ich dich liebe, Harry. Weil ich dich liebe, Harry. Aber es muss perfekt sein. Ich hab oft keinen Bock, etwas zu machen, aber. Weil ich dich liebe, Harry. Weil ich dich liebe, Harry. Das war tatsächlich okay. Also es war nicht perfekt, aber es ist halt besser als alles andere. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diese Mistkerl so herzlich erfangen würde? Ich hab mir das gerade wirklich in so in englischem... Man hört das Italienisch. Ja? In so englischem Ton. Mama, wie kannst du nur denken... Warte, Pablo. Pablo, der Teufelsbraten. Okay, weg von meiner Tochter. Stop, nein, lauf nicht weg. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Jetzt war ich auf Empfang. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Pablo. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Was verstehst du an zu schnell? Mama. Du bist kein Motorboot. Mama. Wie kann... Nicht übertrieben. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Ich möchte nicht, dass das herzlich so herzlich klingt. Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Mama, wie kannst du nur denken, dass ich diesen Mistkerl so herzlich empfangen würde? Harry, willst du heute hier übernachten? Willst du heute hier übernachten? Was meinen Sie damit? Willst du heute hier übernachten? Lädst gerade die Liebe deines Lebens dazu ein, hier zu übernachten. Willst du heute hier übernachten? Ich weiß nicht. Gehen wir heute noch einkaufen? Ja. Jetzt in einem sexy Satz. Geh weg. Willst du heute übernachten? War das hier? Scheiße. Der Rest war gut, der Klang war super. Mach den Satz aber richtig. Komm, nochmal. Willst du heute hier übernachten? Nee? Nein. Du sollst nicht deinem Kumpel sagen, ob du hier pennen willst. Dann sage ich, du pennst heute hier. Aber ich bin Ginny, ich weiß. Harry, willst du heute hier übernachten? Harry, willst du heute hier übernachten? Scheiße. Mama, hast du etwa Angst, dass ich ihr... In meinem Kopf klang es besser. Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Mama, hast du Mama, hast du etwa Angst, dass es... Dass irgendwas... Oh mein Gott. Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Okay. Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert?
dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Ach, scheiße, was ist das? Was ist das? Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Ich will das nicht anhören. Oh mein Gott, nach passiert hört man mein Grinsen. Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Mama, hast du etwa Angst, dass irgendwas passiert? Dass ich vielleicht schwanger werden könnte? Tatsache, jeden Morgen in der Schule. Ich hab verschlafen. Also nein, muss ich jetzt nicht sagen, oder? Oder doch? Doch. Aber dachte Genie, als sie begangen. Ich weiß nicht mal, wie ich das Nein sagen soll. Nein. Nein, ich hab verschlafen. Nein. Oh mein Gott, das ist falsch. Ich habe kein R gedrückt. Oh nein, no. Stop, okay. Stop. Rede nicht, wenn ich rede. Nein. Nein. Ich kann nicht Nein sagen. Nein. Ich habe verschlafen. Ja!